An was genau erkennt man eine Entzündung? Entzündungen erkennen wir an den sogenannten Kardinalsymptomen. Das sind die Erkennungsmerkmale. Die fünf klassischen Kardinalsymptome einer Entzündung sind Rubor, Tumor, Kalor, Dolor und Functio Laesa. Was verbirgt sich jetzt hinter diesen lateinischen Bezeichnungen? Rubor, das ist die Rötung. Tumor heißt eigentlich nichts anderes als Schwellung. Das ist das Ödem, das lokal entsteht. Kalor ist die Hitze, Dolor der Schmerz. Und aus der Summe dieser vier Basiskardinalsymptome ergibt sich die sogenannte Functio Laesa. Das ist die eingeschränkte Funktion oder die Schonhaltung. Wenn nämlich etwas angeschwollen ist und schmerzt und gerötet ist, dann wollen wir es gar nicht bewegen. Und das ist natürlich ein natürlicher Schutzmechanismus. Wie kommt es jetzt zur Entstehung dieser Kardinalsymptome? Die Rötung, das ist ein Zeichen der Mehrdurchblutung, der Hyperämie. Bei einer Entzündung werden Botenstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel das Histamin. Das kann entweder durch eine direkte Verletzung des Gewebes passieren oder durch die Auseinandersetzung mit den Keimen. Im Endeffekt erweitern sich die Blutgefäße und lokal wird dadurch der Blutstrom verlangsamt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Idee dahinter ist, dass die Blutgefäße hier sich so adaptieren, dass Bestandteile des Blutes, die ich jetzt für die Heilungsprozesse brauche, leichter in das geschädigte Gewebe austreten können. Das können zum Beispiel Zellen des Immunsystems sein, aber auch gewisse Botenstoffe. Dadurch, dass wir jetzt hier eine Mehrdurchblutung haben, werden durch die Botenstoffe die Blutgefäße auch durchlässiger. Das kann auch wieder durch die direkte Schädigung passieren oder eben durch Botenstoffe. Das heißt, die Zellen der Blutgefäße dichten nicht mehr so gut ab und es können jetzt hier mehr Botenstoffe austreten, Zellen auch austreten, aber insbesondere Flüssigkeit kann jetzt leichter ins Gewebe gelangen und dadurch entsteht ein Ödem und das nehmen wir als Schwellung, als Tumor wahr. Durch die Mehrdurchblutung wird jetzt natürlich auch mehr Blut in die entsprechende Region gebracht. Also aus der Körpermitte kommt jetzt mehr Blut zum Ort der Entzündung und das können wir als Wärme spüren. Das heißt, wir haben jetzt schon einmal drei der fünf Symptome erklärt. Rubor, die Rötung, Schwellung, Tumor, Kalor, die Wärme. Und diese drei sind einmal ein Zeichen, dass hier eine Mehrdurchblutung stattfindet. Der Blutstrom verlangsamt wird und hier vermehrt Botenstoffe und Flüssigkeit austreten kann. Wie entsteht jetzt der Schmerz? Dolor. Schmerz kann natürlich durch direkten Gewebsschaden entstehen, wenn wir uns zum Beispiel schneiden oder aufschürfen, dann werden hier natürlich Nozizeptoren direkt gereizt oder natürlich als Summe der vorigen Prozesse entsteht ein Druck auf die Nerven. Wenn ich ein Ödem habe, dann drücke ich natürlich hier auf die Nerven, der Druck erzeugt Schmerzen, aber auch einige der Botenstoffe der Entzündungsmediatoren reizen direkt die Nervenendigungen und lösen somit ein Schmerzgefühl aus. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht Mutter Natur bei einer Entzündung Schmerzen? Naja, das ist ganz einfach, dass wir als Menschen darauf aufmerksam werden, dass irgendwo ein Schaden ist und diesen auch unterdrücken. Es klingt zwar immer sehr wünschenswert, dass wir keine Schmerzen empfinden, das kann aber natürlich sehr gefährlich sein. Es gibt seltene angeborene Syndrome, wo wir zum Beispiel keinen Schmerz empfinden können. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Wir würden es zum Beispiel gar nicht merken, wenn wir aus Versehen die Hand auf eine heiße Herdplatte legen, beziehungsweise wenn wir zum Beispiel auf einen Nagel steigen oder auf sonst etwas, was uns verletzt, dann würden wir weiter in dieses schädigende Verhalten verfallen, ohne zu merken, dass das für den Körper nicht gesund ist. Und deswegen ist der Schmerz ja etwas sehr Sinnvolles. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir uns jetzt hier an dieser Stelle schonen sollten, beziehungsweise auch Fremdkörper entfernen sollten. Als Summe der vier vorher genannten Kardinalsymptome ergibt sich das fünfte Kardinalsymptom, die Functio Laesa, der Funktionsverlust. Es kommt zu einer Schmerzhaftigkeit und somit zu einer eingeschränkten Beweglichkeit, nicht zuletzt natürlich auch durch die Schwellung. Und somit versuchen wir hier eine Schonhaltung beizubehalten, bis die Entzündung ausgeheilt ist.